Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. So, dann unterhalten wir uns mal mit sonst irgendwas, Kierka, Meisterlauf, darum, mit Alistair. Wisst ihr, in einer Festung voller Leute eingesperrt zu sein, die mir nach dem Leben trachten, bringt mich ins Grübeln. Vielleicht wäre ein Leben als Templer gar nicht so übel gewesen. Solange du nicht blutest, ist es mir egal. Ja, klasse. Autsch. So bricht man aus dem Gefängnis aus. Ach, da haben wir den Schlüssel. So. Rüsten wir uns mal mit den Streckkolben, solange wir noch keine Waffe haben, aus. So. Tür öffnen. Das sollte kein Problem sein. Wie ihr wünscht. So, was haben wir hier? Ja, scheint nichts zu sein. Bis auf jemand, der auf der Folterbank gestreckt wurde. Hier ist auch nichts. Klasse, ich muss hier nackt durch die Gegend rennen. Oh, ich habe alles wieder. Na, das ging ziemlich fix. Ich werde euch einfach alle niederstrecken. Was des Namen? Wer seid ihr? Hey! Wer zur Hölle lässt denn auch schon die ganzen Sachen ganz nah bei mir? Selbst schuld. Du hättest einfach dich umdrehen sollen und sagen sollen, ich habe nichts gesehen. Waffenkammer der Soldat. So. Gut, fangen wir an. So, jetzt sehen wir aus wie die Wachen. Aber mit unseren Waffen, was ja schon einen Vorteil hat. So. Waren des Erbauers. Ich sollte längst Unteroffizier sein. Die müssen nie Rost von Rüstungen entfernen. Gut, fangen wir an. Hey, gibst du mich ab? Wurde aber auch Zeit. Gut. Vorsicht mit der vermaledeiten Kettenrüstung. Der Kommandant zieht uns beiden die Haut ab, wenn er auch nur eine Rostspur findet. Der Kommandant ist mir so ziemlich egal. Ja, ich bin verkleidet. Mitten im Gefängnis. Um ein Haar wäre ich heute nicht an den Wachen vorbeigekommen. Mhm. Ich hatte die verdammte Parole schon wieder vergessen. Wie ihr wünscht. Es ist zu staubig hier drin. Es ist zu staubig hier drin. Der Regent sollte ein Zimmermädchen einstellen. Klasse. Was ist das? Ah, ihr müsst die neuen Rekruten sein, die wir erwartet haben. Ihr seid zu spät. Der Rest eurer Patrouille ist im Lagerraum. Findet sie und macht euch bereit zur Inspektion. Okay. Ich bin leider kein Dieb.
braucht ihr irgendwas? Dem Erbauer sei Dank. Aber was ist mit ihm? Gibt es ein Problem? Nun, der Gehilfe des Quartiermeisters ist im Moment nicht gut auf uns zu sprechen. Ich hab's dir ja gesagt. Wir hätten die Kartoffeln direkt in den Keller schaffen sollen. Klasse. Es ist einiges schiefgelaufen. Fehler wurden gemacht. Taren Logan hat sich den Quartiermeister zur Brust genommen und er sich dann seinen Gehilfen. Und um sich für diesen Ärger zu rächen, gibt der Gehilfe des Quartiermeisters jetzt unsere Schwerter nicht heraus. Und ohne vorschriftsmäßige Schwerter kommt man nicht durch die Inspektion. Er ist die Halle runter, in der Waffenkammer. Der Erbauer stehe uns bei. Gut, dann machen wir das jetzt auch noch. Meine Güte, jetzt muss ich auch noch für den Feind arbeiten. Wir sollten in der Waffenkammer sein. Hoffentlich geht das gut. Mach dir keine Sorgen. Irgendwann muss er ja einlenken. Nein, muss er nicht. Wenn er uns mit seinem Hass töten könnte, würde man jetzt schon für uns beide den Gesang singen. Ich habe die Rüstung erst einen Monat und schon ist sie mir zu klein. Ich darf nicht so viele Kekse essen. Wie lautet die Parole? Ach, verdammte Rekrutenfrischlinge. Ohne die Parole kommt hier niemand durch. Klasse. Ja, nimmst das aber sehr genau. Wo ist denn der verdammte Quartiermeister? Ach, die Leichen sind weg. Alles klar. Ach, der will mich doch einfach nur ärgern. Aha, Waffenkammer der Offiziere. Könnte er hier drin sein? Andrastes heiliger Gürtel! Er ist weg! Los, steh da nicht einfach nur rum! Hol dir dein Schwert, bevor er zurückkommt. Dann treten wir beim Oberst an. Müssen wir... Also ich habe gar nichts gekriegt. Klasse. Dann bleib ich hier mit meinen Sachen. Oh doch, hier. Ich habe ein anderes Schwert auf dem Rücken. Ihr glaubt also, für euren ersten Patrouillengang bereit zu sein, was? Das wollte ich hören. Ihr da! Jawohl! Steht gefälligst stramm! Soldaten der königlichen Armee stehen niemals in gebückter Haltung! Und ihr? Jawohl! Nicht herumzappeln! Gezappelt wird in der Freizeit! Klasse. Jawohl, vielen Dank! Arschkriecher! Ihr da, Blonder! Jawohl! Was ist das Einzige, ohne dass ein Soldat niemals auskommt? Was sage ich ihm? Disziplin! Ihr seid klüger, als ihr ausseht. Macht draußen den Soldaten von Ferelden alle Ehre, klar? Ich erwarte euch alle bei Sonnenaufgang zurück. Und jetzt raus hier. Möge der Erbauer über euch wachen. Erstmal möchte ich aber meine Schwerter wieder haben. Welches Schwert hat der mir abgeluchst? Schlagende Klinge? Gewöhnliches Schwert. Sternreißer. Duncan-Schwert 89. Kriegst du Marix-Klinge. Oder warte mal, ne. Die Ehre des Oberweltlers. So. Dann. Wie ist die Parole? Keine Ahnung, ich kenne die Parole immer noch nicht. Parole. Kaninchen. Was? Oder? Ihr geht wohl auf eure erste Patrouille, was? Viel Glück. Wirklich? Kaninchen? Gut, fangen wir an. Was Besseres ist euch nicht eingefallen? Immer aufmerksam bleiben da draußen. Immer aufmerksam bleiben da draußen. Wow, das ist ja eine Verteidigung hier.
ausführlich. Was haben wir hier? Meine Schwester. Es tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Kommt später wieder. Was haben wir hier? Es ist stets ein stolzer Tag, wenn ein Soldat wichtige Pflichten übernimmt. Möge Andraste stets über euch wachen. Es ist stets ein stolzer Tag, wenn ein Soldat wichtige Pflichten übernimmt. Möge Andraste stets über euch wachen. Viel Glück da draußen. Das ist wohl sowas wie das Einlasszimmer. Oder Wartezimmer. Ein Wartezimmer im Gefängnis. So. Anwesen des Arztes von Redcliffe, genau. Dann können wir gleich ein paar Quests abgeben und dann geht's wieder weiter. Dahin, dorthin, das machen, dies machen, dann das. So das Übliche. Ich musste mich von selbst befreien, ja? Hast du was Neues zu sagen? Entschuldigt, die Königin hat mich gerufen. Ich soll mich um ihre Unaussprechlichen kümmern. Hä? Nicht viel. Nur, darf ich das für euch lüften, Herrin? Bedient wird sie von einem ihrer eigenen Dienstmädchen. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Klasse. Guten Tag. Das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen brutal. Ich glaube nicht, dass der Aal so drauf ist. Na, irgendwelchen Kommentar zu meiner Gefangenschaft? Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Aber bitte erst dann, wenn ich nicht drinne bin. So, dann reden wir jetzt. Wir sind wieder zurück. Beim Atem des Erbauers. Gut, euch in einem Stück zu sehen. In der Tat. Wir haben für eure sichere Rückkehr gebetet, Wächter. Wenn das das Einzige ist, was du kannst. Das glaube ich. Aber wenn wir Logans Anhänger nicht bald umstimmen, werden wir in Zukunft noch lange Zeit in Fort Draken zubringen. Sehr wenig. Wir müssen zusammenarbeiten. Und zwar schnell. Mein Vater ist wahnsinnig geworden. Erst glaubte ich es nicht, aber sein Verfolgungswahn macht ihn jeder Vernunft unzugänglich. Er betrachtete mich als Bedrohung. Aber jetzt erzählt er den Adeligen sicher, ihr wärt gefährliche Mörder, die mich entführt hätten und mich kontrollieren. Vielleicht glaubt er sogar wirklich daran. Das dachte und hoffte ich auch. Klasse. Haus Einfluss war sehr stark. Sein Tod war mit Sicherheit eine Hilfe. Aber selbst das reicht nicht. Ich kenne meinen Vater und er weicht von seinem Weg nicht ab. Er bringt das zu Ende, um jeden Preis. Ihr braucht Argumente für das Landing und da kann ich behilflich sein. Ihr seid erst seit kurzem in der Stadt. Vielleicht sind euch einige aktuelle Entwicklungen bisher entgangen. Seit Ostagar herrscht Unruhe in Denerim. Viele Leute sind wütend oder bedrückt. Merkwürdigerweise ist die Unruhe im Gesindeviertel am größten. Da nur wenige Elfen in der Armee waren, dürften sie eigentlich keinen Grund haben, wütend zu sein. Und das wiederum bedeutet, dass Hau und mein Vater ihnen Grund dazu gegeben haben müssen. Ich weiß nicht, was dort vor sich geht, aber ich bin mir sicher, dass mein Vater seine Hand im Spiel hat. Das sind nützliche Spuren, Enora, aber
Das hätte uns alles auch euer Dienstmädchen sagen können. Das stimmt. Ich fürchtete als Hausgefangene um meine Sicherheit. Aber Erlina schickte ich zu euch, weil ich mich mit euch zusammentun wollte. Ihr braucht die Beweise für das Lanting. Aber ihr braucht auch einen stärkeren Kandidaten für den Thron. Ihr braucht mich. Hä? Alistair ist sicher fügsam genug und auch ehrbar. Aber trotz seines Blutes ist er kein König. Und das sehe nicht nur ich. Und außerdem ist Alistair ein grauer Wächter. Es sieht aus, als wolltet ihr einen grauen Wächter auf den Thron setzen, entgegen eurer Behauptung. Ich bin eine neutrale Partei. Und ich bin bereits Königin. Anora, ihr seid zwar Kaelins Witwe, aber... Ich bin die Tochter von Ferelden's größtem General. Wer hat denn wohl das Land in den letzten 5 Jahren regiert? Etwa Kaelin? Dieses Land braucht mich. Keinen König ohne Erfahrung, der den Thron zudem gar nicht will. Der noch nie ein Schloss von innen gesehen hatte und... Überlegt euch meine Worte. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Wächter, wenn ihr kurz Zeit hättet, würde ich euch gerne unter 4 Augen sprechen. Nun, sie ist ziemlich lebhaft, nicht wahr? Ich weiß noch, wie Logan sie nach Denerim brachte, damit sie Kaelin kennenlernt. Der arme Kaelin war ein guter Junge, aber Anora war immer 2 Schritte voraus. Ein Augenaufschlag und er folgte ihr aufs Wort. Was sie sagt, ist sicher nicht unrichtig. Dennoch habe ich das Gefühl, dass sie Ärger bedeutet. Und es ist leider nicht der einzige, der uns bevorsteht. Puh. Das Bündnis kommt ihr gelegen. Momentan kämpfen wir vereint gegen Logan. Seid vorsichtig, wie weit ihr ihr vertraut. Ich glaube keine Sekunde, dass Anora ihre Macht einfach so aufgeben wird. Dennoch habe ich sie lieber hier und kann sie beobachten, als dass sie aktiv für Logan arbeitet. Glaubt ihr, es wäre sinnvoll, sie zu umwerben? Vorbei ist aber... Ihr Tod liegt weniger als ein Jahr zurück. Es wäre unziemlich von ihr, so bald wieder zu heiraten. Das Risiko würde sie nur eingehen, wenn sie sich dadurch den Thron sichern könnte. Meint ihr das ernst? Nein, danke. Den Rest davon will ich gar nicht erst hören. Redet ihr beide nur weiter über mich. Ich stelle mich jetzt hier rüber und stecke mir die Finger in die Ohren. Es würde sicher zahlreiche Probleme lösen und wäre im Lanting ein nicht zu schlagendes Argument, um Logan seiner Macht zu entheben. Therin Blut auf dem Thron und Anoras Klugheit und Beliebtheit. Das würde Ferelden vereinen und wäre eine starke Front gegen die Verderbnis. Leider sind beide erwachsen, also übernehmen nicht die Eltern die Verhandlungen. Diese Ehe kann nur stattfinden, wenn beide damit einverstanden sind. Es bedarf wohl viel Überredungskunst, um ihren Stolz und seine Bescheidenheit zu überwinden. Ferelden wurde als erstes von Kaelinhard, dem Silbernen Ritter, vereint. 400 Jahre lang herrschten seine Nachfahren über Ferelden. Dieses Erbe bewahrten wir vor den Orlesianern. Und dafür werde ich kämpfen, solange noch einer von Kaelinhards Nachfahren am Leben ist. Wenn uns das nicht eint, kann der nächste König Ferelden vermutlich nicht halten. Und wir würden wieder zu verfehlten Terrenieren. Gut. Wir haben jedenfalls viel zu planen. Nur der Erbauer weiß, wozu dieser Mann noch alles fähig ist. Natürlich. Darf ich vorschlagen, dass ihr mit Anora sprecht? Sie ist entweder eine mächtige Verbündete oder eine mächtige Feindin. Wir sollten bald wissen, was von beiden. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um Anora. Wo bist du denn? Treibst du dich rum? Aha. Ja, das ist auch wieder verschlossen. Seid gegrüßt, Wächter. Gut, dass ihr kommt, um mit mir zu reden. Zuerst, ich kannte eure Familie. Vor allem Eleanor lag mir sehr am Herzen. Und was Hau getan hat, war unverzeihlich. Es ist nur recht, dass er durch eure Hand starb. Ich will ganz offen sein.
Eure Stimme wird künftig beträchtliches Gewicht haben. Eamon hört auf euch, und das aus gutem Grund. Meinem Vater muss Einhalt geboten werden. Aber danach braucht Ferelden einen Herrscher. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. So würde ich es nicht nennen. Wenn es soweit ist, werdet ihr vor dem Landing dafür stimmen, dass ich meinen Thron behalte. Man wird euch zwar als Feind meines Vaters betrachten, allerdings helft ihr dessen Tochter. Ihr handelt sozusagen zum Wohle Fereldens und nicht nur im Interesse der Grauen Wächter. Im Gegenzug verwende ich mich für euch. Versteht ihr? Gemeinsam könnten wir sehr viel erreichen. Das ist es aber, das, was Graue Wächter tun. Die kümmern sich nur um ihre eigenen Interessen, und das ist die dunkle Boot. Abgesehen davon, dass er aussieht wie Kaelin, mein kürzlich verstorbener Gemahl, ist meine Hauptsorge, dass er sich genauso benehmen könnte. Aber es ist wahr, dass Alistair ein Tyrant ist. Für einige Leute ist das wichtiger als jede praktische Überlegung. Ein Bund könnte als Kompromiss erscheinen, aber würde Alistair das überhaupt wollen? Ich sage euch etwas. Wenn Alistair bereit ist, in den Hintergrund zu treten und mich regieren zu lassen, wäre ich bereit, ihn zu meinem König zu machen. Soweit ich weiß, hegt er ohnehin nicht den Wunsch zu regieren. Wenn dem so ist, kann ich mit diesem Kompromiss leben. Tut das. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Oh Gott, ich kann es mir schon vorstellen. Der wird nicht sehr begeistert sein. So. Ich vermute, jemand hat Enora erzählt, ich wolle ihr den Thron wegnehmen. Ihr Blick ist so grimmig. Sagte ich schon, dass das nicht meine Idee war. Sie wäre eine wunderbare Königin. Und was mich angeht, darf sie es auch gerne werden. Wirklich? Wie kommt ihr denn auf die Idee? Es freut mich, dass ihr das so seht. Was soll ich jetzt tun? Weitermachen und König werden? Es einfach geschehen lassen? Sie heiraten? Wie in Heirat? Wie in Ehemann? Habt ihr etwa mit ihr schon darüber gesprochen? Ja, das habt ihr, oder? Warum tut ihr das? Schwere Schläge auf den Kopf? Das ist verrückt. Ja, vermutlich. Ich weiß zwar nicht, ob ich zum Anführer tauge, aber ich weiß, dass sie eine gute Herrscherin ist. Gut, dann geht und sagt ihr, ich bin dazu bereit, wenn es erforderlich wird. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss mich einem kleinen Herzanfall widmen. Nichts Schlimmes. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Sie befindet sich im Marktviertel, in der nördlichen Gasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Ich schreibe euch die Kombination für das Schloss auf. Na, endlich. Ihr könnt euch aus der Schatzkammer nehmen, was ihr braucht. Die Wächter lagern dort seit Jahrhunderten alles, was für die Verteidigung der Nirims vonnöten ist. So. Dann viel Glück. Wir müssen uns noch einmal unterhalten, wenn das Ergebnis des Lanting feststeht. Ja, das kann ich auch nicht öffnen. Ich hätte ein Dieb werden sollen. So, dann werden wir Anora die frohe Kunde tun. Und? Habt ihr mit meinem glücklichen Verlobten gesprochen? Oder dürfen wir uns nur Briefchen schreiben? Oh Gott. Wirklich? Ich... Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass ich Kaelins Bruder heirate... Na, es gibt vermutlich Schlimmeres. Wenn es der Sache hilft... Das ist es also. Ich stimme der Heirat mit Alistair zu, um meinen Thron zu behalten... Und im Gegenzug verwende ich mich für euch? Ist es das?
Abgemacht. Wir sind uns also einig, Wächter. Ich nehme an, ihr haltet euren Teil der Abmachung ein. Ich schätze, es wird Zeit, meinen Vater auszuschalten. Das wird natürlich kein Spaziergang, aber ich nehme an, das wisst ihr. Ich nehme an, ihr habt viel zu tun. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ich? Nein. Und obwohl ich weiß, dass eure Sorge wohl kaum selbstlos ist, danke. Was zur Hölle? Wieso denkt die gleich, ich will was von ihr? So, die Kupplung ist erfolgreich gewesen. Wächter, sagt Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Wir haben viel zu tun und kaum Zeit. Ich glaube, mein Gehör lässt mich im Stich. Ich könnte schwören, dass ihr gesagt habt, dass Alistair und Honora eingewilligt haben, einander zu heiraten. Ich? Glücklich würde ich es nicht gerade nennen. Schockiert. Ich bin schockiert. Selbst wenn ihr hier hereinmarschiert wäret und mir erzählt hättet, dass ihnen Flügel gewachsen und sie nach dem Winter geflogen sind, wäre ich nicht überraschter gewesen. Diese Verbindung kann uns nur helfen. Das habt ihr gut gemacht. Wir müssen tun, was wir können. Bis zum Landding bleiben uns nur noch wenige Tage. So. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere Sachen zu tun, bevor ich dann ins Elfenviertel gehe. Beende ich die Episode für heute, dann kann es weitergehen. So. Ja. In der Tat. Ja. So. Ach ja, jetzt geht's erstmal dorthin, dann dahin, dann dorthin. Perfekte Erklärung. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. So, rein ins Lagerhaus. Mich trifft keine Schuld daran. Das Ganze ist von Anfang an schlecht gelaufen. Er wollte überhaupt nicht verhandeln. Mich trifft keine Schuld daran. Das Ganze. Danke. Ich werde bestimmt nicht hierbleiben und abwarten, wie es jetzt weitergeht. Das möchtest du auch wirklich nicht. Wird erledigt. So, zack. Dann sammeln wir mal. Dankenschild, ja. So. Ach, habe ich gleich viel zu verkaufen. Fangen wir an. Eine Schuppenrüstung liegt hier drin, ich glaub's ja wohl nicht. So, Dankenschild haben wir jetzt gerade gekriegt. Dankenschild. Dankenschild. Verdammt. Da haben wir es ja. Der Schild. Der gehörte Duncan, richtig? Das ist sein Wappen. Stimmt. In der Tat. Ich hätte nur nie erwartet. Danke. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er sein Schild nicht bei sich hatte. Das ist perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch meine Dankbarkeit zeigen soll. Das bedeutet mir viel. Ich werde es in Ehren halten. Danke.
So, jetzt gehen wir wieder nach Alistair. Ach, hat er sogar schon ausgerüstet. Na, das ist doch gut. So, dann haben wir das erledigt. Dann schmeißen wir jetzt auch den Sack weg. Ah ne, das machen wir gleich. Gehen wir erstmal noch ein paar andere Quests machen. Taverne zum mündigen Adligen. So. Wer immer ihr seid. Wartet. Ich kenne euch. Der arme Oswin hat euch offenbar nicht erkannt. Er hat euch detailliert beschrieben, aber mit keinem Wort erwähnt, dass ihr ein Kuslin seid. Ich schulde euch sein Leben. Als ich die Beine meines armen Jungen sah, hätte Hau nur noch gelebt, dann hätte ich ihn selbst in Stücke gerissen. Das bezweifle ich. Ich würde seinen Sohn angreifen. Aber Oswin sagt, Thomas habe mit den Machenschaften seines Vaters nichts zu tun. Habt ihr irgendeinen Wunsch als Belohnung für Oswins Rettung? Seid nochmals bedankt. Ich werde beim Lanting hinter euch stehen und euch unterstützen, so gut ich kann. Ich nehme mein Abendessen heute mit Ben Reginalda vom Benorn Weißer Fluss ein und wir werden über die Angelegenheit sprechen. Klasse. Das hat sich erledigt. Wie geht es eurem Bruder? Ich hoffte, ihn zu sehen, solange ich in der Stadt bin. Aber er hat sich rar gemacht. Immer wenn ich zur Kirche komme, ist er nicht da. Kann ich euch helfen? Er gehört Ermenric. Erklärt euch. Mein Bruder würde sich von diesem Ring ebenso wenig trennen wie von seinem Kopf. Logan? Was hat mein Bruder denn mit ihm zu tun? Gefangen? Von wem? Und warum? Ich werde mir das wohl von meinem Bruder selbst erzählen lassen müssen. Danke, dass ihr mir davon berichtet habt. Wenn ihr mir sagt, wo er ist, werde ich sofort zu ihm gehen. Im Kerker? Was? Nein, ich gehe sofort zu ihm. Jemand muss mir Rede und Antwort stehen. Ihr seid Brass Kuslins Jüngster, nicht wahr? Ihr kommt mir gleich so bekannt vor. Nehmt das. Es ist seit Generationen im Besitz meiner Familie und soll ein Zeichen der Freundschaft zwischen Hayava und dem Wachen Meer sein. Und lasst es mich wissen, wenn ihr für die Rückeroberung eures Terraniers einige meiner Bogenschützen benötigt. Die unterstützt mich schon genug. Aber jetzt werde ich erstmal die Leiche entsorgen. Dann kommen wir nochmal hier hin. Das Quest abgeben. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Zips. Es ist so nett, in der Zivilisation zu sein. Und dann kann ich gleich meine Drakoschuppenrüstung abholen und dann soll er mir eine Drachenrüstung machen. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals verlassen. Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Sie sollen heißen Melifica, die Verfluchten, und weder in dieser noch in der nächsten Welt. Hehe. Bang, weg mit dir. Sehr schön. Dann wieder zurück zum mündigen Adligen. Quest macht doch immer wieder Spaß. Habe ich hier schon für die was erledigt? Nein. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsam. So. Kommt ihr zur Beerdigung? Was darf es denn sein, Fremder? Hehe.
nicken und weggehen. Oh, ich habe ein Taktikfeld erhalten. Ach, nee, Verteidiger. Zack. So. Was darf es denn sein, Fremder? So. Sehr schön, das kann ich auch gleich machen. Was darf es denn sein, Fremder? Natürlich, seht euch einfach um. Das brauche ich nicht. Das brauche ich alles. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja. Die beiden Blaue halte ich auch noch. Geschenke brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die brauche ich alle noch. Sehr schön. Aber es hieß, seine Familie würde die Reise aus einer Mönche nicht antreten. Dann gehen wir jetzt zu Wade. Seid ihr wegen eures Auftrags hier? Es ist vollbracht. Die Rüstung ist fertig. Und es ist Schrott. Das würde ich nicht mal ein Schwein mit Eiterbeulen tragen lassen. Wait, das erstaunt mich. Ich erkenne daran überhaupt keinen Makel. Ihr seid ebenso blind wie dumm. Die Beinschienen sind zu eng, das scheuert. Die Farbe ist nicht einheitlich. Schaut, da ist ein Fleck. Schrott, wie gesagt. Es ist wirklich wunderbar, ein Kunstwerk. Hier, tragt es mit Verstand. Und jetzt, geht bitte. Nein, wir gehen noch nicht. Habt ihr Schuppen dabei? Ich möchte es nochmal versuchen. Ich habe so viel gelernt. Wait, lass bitte den Kunden in Ruhe. Wie kann ich euch helfen? Das muss ein Witz sein. Wir sind fertig. Egal. Oho, Herren, neue Schuppen für eine neue Rüstung. Bei Andraste, nein! Ich denke jede Nacht darüber nach, was ich anders machen würde. Ich habe schon alles im Kopf. Werte Herren, verzagt nicht. Diesmal geht es schnell. Wirklich? Ihr sorgt euch zu viel. Gebt mir einfach die Schuppen, dann fertige ich für euch mein Meisterstück an. Sehr schön. Perfektion, sagt ihr? Nun, ich könnte da einige wenige Veränderungen vornehmen. Dann schließe ich den Laden. Keine neuen Aufträge mehr. Bedenkt doch nur die Möglichkeiten. Aber erst mal. Wir haben geschlossen. Oh, ihr seid's. Eure Rüstung ist noch nicht fertig. Kommt später wieder. Ich wollte eigentlich was verkaufen, aber ist ja auch egal. So, mal eben ganz kurz nachgucken. Wo haben wir sie denn?
Sehr schön. Ja, dann beenden wir das jetzt erstmal hier für heute. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Dragon Age Origins.